Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Wir müssen mal auf Tour gehen, wie gesagt. Ohne Fasern ist der Spaß vorbei hier. Was habe ich denn dabei? Ja gut, bisschen was zu essen, eine leere Kiste tatsächlich nochmal. Warte mal, ich glaube, ich muss hier noch weiter raus, ne? Sonst wird das nicht. So könnte das was werden. E zum Aufnehmen? Jetzt einfach mal also diese Steuerung okay, so wir paddeln los, Gott sei Dank. Einfach mal Richtung dieser Insel. Einfach nur mal um ein paar Seile uns abzuklopfen, dass wir weiter. Ist überhaupt mal was? Nein, Stein. So. Uns überhaupt mal was bauen können. Guck dir mal das Ding an. Ne? Ist das so eine Custom-Insel, die ich runtergeladen habe? So groß aus. Boah, es ist ja weiter als es aussah, Mensch. Dass ich mir gleich jetzt erstes Mal einen Sonnenbrand hier hole. Vielleicht doch schon mal ein Aloe Vera überschmieren sollen. Yay, 2 Tage überlebt. Was kann jetzt noch schief gehen? Außer, dass ich mich so eklig verfahre. Weil er immer in jede Richtung fährt, nur nicht dahin, wo er hin soll. Tatsächlich ein bisschen unterwegs. Kannst du nur Zickzack-Linie fahren? Kann ich mich nochmal umgucken, wo ich hergekommen bin? Nee, leider nicht. Oh Gott, ich hoffe, ich finde unsere Heimat wieder. Alter, dauert das ewig. Paddel, mein Gutster, paddel! Liegt der Fokus erstmal ganz klar auf einem eigenen Floß mit Segel, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Ein bisschen Glück vielleicht auch mal geradeaus fahren können. Auf dem Rettungsboot ist das ja echt kein Spaß. Und die nächsten Paddeltouren werde ich dann vielleicht auch ein bisschen abkürzen müssen. Ach, guck mal. Ach, so geht das auch. Ist klar. Sehr gut für meinen Orientierungssinn, dieses Zickzack-Gefahre. Und das sieht irgendwie nicht gut aus hier. Da gibt es ja bestimmt schon die ersten Schlangen. Oh nein. Gottes Willen, ey, liebe Freunde, schnell an Land. Was ist das denn? So, ich bin jetzt von da gekommen, ne? Ja,
Mal schön die Augen auf nach einer Schlange. Aber das Wichtigste ist, dass du erstmal hier... Oh. Scheiße, kein Speer. Da war eine Riesenkrabbe. Ich weiß nicht, wie gut die so für mich ist. Fasern. Oh, davon sind zwei Yucca-Früchte oder Bäume, Sträucher. Ihr wisst, was ich meine, da, die da. Ich hoffe nur, hier ist nichts, was mich irgendwie beißt. Eine Kartoffel nehme ich mit. Was ist das hier? Ein Böhnchen. Lecker. Können wir gleich mal schön frühstücken hier drüben. Schlange! Ein Schwein! Das greift mich an. Oh nein! Das kriegt er niemals weg mit dem Messer. Oh, und die Krabbe. Um Gottes Willen, ich bin hier noch nicht vorbereitet genug. Ins Wasser, aber schnell. Alter Schwede, wie geht's? Krabbe, Wasser? Oh gut, sie verzieht sich. Das ging ja noch. Ich sollte mir vielleicht erstmal ein Speer oder sowas machen. Dass ich mich hier verteidigen kann. Hilfe! Irgendwie frisst mich alles auf. Oh, jetzt haben wir noch eine Krabbe gebissen, so eine kleine, aber... Was, das Schwein? Ich habe da einen Stock. Was brauche ich denn für ein Speer? Mach das mal hier bitte hin. Ist hier was los auf dieser Insel? Mensch, kommst du nur mal kurz her, willst ein paar... Oh. Kann ich damit schon an das Schwein und so? Oder wird das nichts? Alter, guck dir mal da. Was ist denn da los? Kein Platz mehr, so ein Mist. Jetzt frage ich mich, kann ich mir mit dem Schwein anlegen oder wird das eine Katastrophe? Vielleicht mache ich mir einfach ein paar mehr von denen. Ich habe noch Platz im Inventar, verdammte Axt. Musst du das genau auf die Speere schmeißen? Ich mache mich doch hier schon wieder zum Affen. Ich hätte gern noch zwei Speere gebaut. Weiß nicht, wie stabil die so sind. Na, guck ich mal nochmal, was das Schwein hier so sagt. Ja, nice. Der Schweinejäger mit nur vier Speeren. Ja, guck mal, die hast du schon mal komplett daneben geworfen, die Teile. Wie schlimm. Ach du Scheiße. Erstmal haut die Sonne weg.
Ein riesiges Schwein. Jetzt wäre ein Verband cool. Und Schatten. Alter, wie viel kriege ich denn hier raus? Wenn wir wissen, mal kurz abkühlen oder... Uhr 50 werde ich? Nee, das bringt immer noch nichts. Ja, ich muss wenigstens komplett auseinandernehmen, gerade auch das ganze Fleisch und sowas. Aber es dauert halt doch ewig. Guck dir mal die Haut an, du bist schon ganz verbrannt. Ah, jetzt ist weg. Bin kurz vorm Sonnenstich. Ich muss mich auch noch mit der Schlange anlegen. Was mit dem Schatten habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Hier ist doch auf jeden Fall mal schattig. Soll ich mal so eine Birne essen hier? Glaube ich sogar ein bisschen Flüssigkeit wiedergegeben. Aber trinken muss ich auf jeden Fall bald. Ich wollte auch gar nicht so lange hier bleiben. Ah, zur Not kannst du ja mal eine Kokosnuss gönnen, ne? Hier war irgendwo die scheiß Schlange, du. Nee, Yucca brauchst du jetzt noch, ja. Sehr gut, was war hier noch? Setzling Pinie. Die Sonne dürfte ja jetzt eigentlich nicht mehr so stark sein. Dann lass uns mal schnell zusammenklauben, was wir hier kriegen können. Hast du hier alles aufgesammelt? Ja, komm. Das hier eigentlich. Kannst du nichts mitmachen. Alter, bleib doch mal liegen. Ach, muss mal fallen. So, esse ich das jetzt noch oder? Ich glaube, trinken wäre wichtiger und. Der zügige Weg nach Hause wieder, ne? Komm, eine esse ich nochmal. Steine. Oh, hier ist wieder die Krabbe. Mit der will ich mich, glaube ich, noch nicht anlegen. Folgt die mich schon? Nee. Okay, ein paar Seile stelle ich mir tatsächlich mal her.
Schnur wurde in deinen Rucksack. Achso, Schnur, ja klar. Mein Brot noch da. Oh, so, dann lass mal bei der ganzen Panik hier mal gucken, ob ich hier vielleicht noch meine Kiste wiederfinde. Da würde ich mich sehr drüber freuen, ne? Ich glaube, hier ist sie die irgendwo hingeschmissen. Ah. Ja, da kannst du nämlich noch mal ein bisschen was drin lagern. Die Kartoffeln sehr gerne. Das Schweinefleisch auf jeden Fall. Und die Planken hier, wa? Vielleicht brauche ich die noch mal. So. Also übernachten kann ich hier auf keinen Fall. Das wird nichts. Wow. Wow, 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 wow. Yes. ich muss dann auch wieder nach Hause, ne? Ich habe im Dunkeln das... Oh, gross. Das wird ja niemals was. Ich habe ein paar Seile dabei, auf jeden Fall. Ich habe ein Schwein gejagt. Und eine Schlange. Und ich lebe noch. Wow. Sorry. Hilfe. Diese alte Scheiße, du. Nein. Wie viel sind denn hier? War das die gleiche? Geh weg. Geh weg, ich schmecke nicht. Ich glaube, ich muss mich mal losmachen. Hier, diese eine Kiste hier, die triggert mich die ganze Zeit. Komme ich hier hoch? Ist wieder ein Fehler. Hier komme ich rein, ne? Nee, scheiße, komme ich nicht. Ich hier irgendwo. Ah. Die nehme ich noch mit. Auch wenn es hier sonst nicht viel gibt. Jawohl. Eine Taschenlampe, das freut mich. Motorenteile, die kann ich jetzt auf keinen Fall mitnehmen. Ich muss nachts nach Hause paddeln. Wo ist denn die blöde Krabbe jetzt hin? Zu Tode erschreckt hat sie mich. Ja, ich bin voll, ne? Schmeiß die Container mal kurz hier hin. Nein. Oh, hier ist noch eine Latüchte drin. Sehr geil. Ich wusste, das lohnt sich. Muss nur noch irgendwas da reinpacken. Vier Seile. Okay. Ich höre hier irgendwas. Sagen, wir gehen das Licht an. Ich erstmal wieder rausfinden. Was für ein erster Ausflug. Ich werde mal versuchen. Warte mal, da warst du, ne? Ich bin sehr gespannt, ob ich wirklich von da gekommen bin. Also hinter dem Schiff. Genau auf, ne? Kann mich hier nicht wegdrehen. Weil ich schätze mal, die Strömung mir auch ein Stück treibt. Scheiße, ey. Komm mal bitte her.
So, wird das jetzt was oder auch nicht? Verlier bloß die Insel nie aus den Augen. So, da. Ich hätte mal einen Kompass benutzen sollen, wer weiß, wo ich jetzt ankomme. Leute, was für eine Runde. Schwein, Schlange, Krabbe. Fertig gemacht haben sie mich. Ich habe sie besiegt. Ist das richtig? Da sind relativ wenig Bäume drauf. Das glaube ich. Fahr doch mal bitte hier lang. Das könnte, glaube ich, sein, weil da habe ich ja schon so einiges abgeholzt. Und die war ja jetzt nicht so weit weg, ne? Obwohl es einem beim Paddeln weiter vorkommt, wie es tatsächlich ist. Nachts über den Ozean, nur in einem Rettungsboot. War das nicht gerade ein Traum? Ich glaube, das ist richtig hier. Ich schnapp mir gleich noch einen Kompass und guck mal, in welche Richtung wir jetzt unterwegs waren überhaupt. Ich wäre schon mal froh, wenn ich wieder zu Hause ankomme. Dann könnten wir es vielleicht sogar hinkriegen, uns schon mal die ersten zwei, drei Teile Floß zu bauen. Da wäre es mir echt ein bisschen wohler mit. Komm schon. Und so richtig wohnen, Haus bauen und sowas, das würde ich dann auf einer der Custom-Inseln machen. Die wir uns dann, wenn ich mal ein bisschen besser ausgerüstet bin, auf jeden Fall mal angucken werden. Ich glaube, das sieht gut aus, ne? Das könnte unsere Heimatinsel sein. Unser kleines, gemütliches Eiland. Mit dem Wasserspender. Ich habe so einen Brand. Wir haben hier schön Schweinefleisch schon mitgebracht. Ich sehe mein Licht noch nicht, was ich da aufgestellt habe. Müsste ich das schon sehen? Wracks her kommt's hin, ne? Fledermäuse sind auch noch da. Paddel, mein Freund, paddel! Da liegen Reifen. Ich bin richtig gefahren. Wow, das erste Mal von der kleinen Insel weg. Auf Abenteuertour. Und ich habe wieder zurückgefunden. Das macht mich ja, da bin ich ja. Das hätte ich jetzt gar nicht von mir erwartet. Ach. Kommst du raus aus dem Bereich, dass eine andere Insel geladen wird? Wächst ja auch der Kram nach, oder was? Na gut, wir brauchen eh noch mehr Seile. Sogar die Yucca-Pflanze ist wieder da. Alles klar. Ja, sicher. So, ist noch Wasser da. Wir müssen jetzt erstmal wieder hier auf die Beine kommen. Und ein Feuerchen anzünden, ne? Aller Anfang ist schwer. Da musst du Stück für Stück dich ranarbeiten. Sonst liest du hier, ne? Dann war's das. Müssen wir hier noch was kleinknüppeln? Hier lag nichts weiter, ne? Doch, hier ist doch noch was. Sehr gut, Feuer erstmal anmachen. Oh. Zum Teufel habe ich den jetzt angelegt. Ich muss, habe das Paddel noch dabei. Ah. Muss ich mal loswerden. Ich habe eh nicht so viel Platz. Wo denn? Ah, hier.
Sehr gut. Leder und Kompass. Ach so, wollte ich mal gucken. Ja, mache ich gleich in Ruhe. Lass mal jetzt gucken, dass wir hier... Feuer ankriegen. So. Kocht Kleinfleisch. Jetzt habe ich doch schon wieder... Nein. Machen wir hier ein richtiges Stück Fleisch auf dem Grill. So. Ja, sieht doch gleich viel besser aus, der Lappen. Da natürlich einen zweiten draufgeklemmt kriegen, das war ja fast zu bezweifeln. Jo, sieht gut aus. Klein Schlangefleisch, alles klar. Das ist das rohe noch. Das sieht auch genauso aus. So. Da müssen wir auf jeden Fall noch Wasser anschmeißen. Brauche ich auch schon wieder eine Palme. Ich will jetzt nicht die anderen Yucca-Blätter hier verschwenden. Die Seile würde ich erstmal behalten wollen. Ja, für Wasser muss erstmal gesorgt sein. Habe ich hier überhaupt noch eine Palme? Ja, aber wird es auch langsam knapp. Ist auch noch eine Kokosnuss dran. Gut, wenn wir das Ding hier komplett weggerodet haben, kommen wir uns eh auf zu einer anderen Insel, ne? Hinterlassen wir einfach die Zeichen der Verwüstung. Wo bist du denn hingeflippt? So. Die wird noch klein geknüppelt. Wir setzen uns nur ins Wasser auf und dann sehe ich zu, dass wir in der nächsten Folge jetzt mal ein bisschen was bauen hier. Leg das mal daneben, hast du noch einen in Reserve? Ja, ich hole vielleicht noch die drei Teile ab hier vom Rettungsboot. Oh, Alter. Jetzt hänge ich. Och, Gott sei Dank. So, das heißt, ich war da, ne? Also direkt im Osten. Das ist eher südlich. Hm. Ja, doch eigentlich schon östlich. Okay. Wenn man halbwegs merke, auf welcher Insel wir schon waren. Ist das durch hier? Ja. Komm, das hau ich gleich nochmal weg. Nein!
Ach, das war noch nicht gut, scheiße. Oh, jetzt habe ich auch noch gekotzt. Nee, tatsächlich, sonst steht da bestimmt gebraten oder durch oder so, ne? Was willst du machen? Ich denke mal, einen Schluck Wasser, dann fängt auch langsam wieder an, ein bisschen was zu heilen. Keine Statuseffekte, alles klar. Ich mach mal lieber schnell Schluss. Ah, das gute Schweinefleisch. Kann wieder ein bisschen besser gekocht werden. So. Eine Runde abgespeichert. Und ich bereite mal ein bisschen was vor, dass wir nächste Runde mal schon mal ein bisschen bauen können. Ein paar Klamotten haben wir uns ja organisiert unter Blut, Schweiß und Tränen. Die Krabbe war ja das Geilste. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wenn das so war, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich sehr über Kommentare oder auch mal ein Abo. Ah, gekocht Fleisch. Jetzt kannst du vielleicht essen. Kein Platz mehr. Alles klar. Bringe ich das erstmal an. So. Dann, ja, bis zum nächsten Mal auf unserer kleinen Insel. Macht es gut. Bis denne. Ciao, ciao.